Medizinische Physik und mechanische Spannung. Naja, wie hängt das zusammen? Damit ich nicht alles 10-mal erzählen muss, beziehungsweise 1000 gleiche Videos reinstellen muss, achtet immer hier oben auf die Links. Das Video hält dann hier an. Wenn ihr auf die Links klickt und euch das anguckt, verpasst ihr nichts, dann geht das Video hier weiter. Nochmal schnell zum Hooke'schen Gesetz, damit wir das Thema Spannung auch besser verstehen. Das sagt ja nichts anderes aus, als wenn ich einen elastischen Werkstoff, aber einen Feststoff, Metalle im Allgemeinen, nicht Gummi oder Muskeln oder Holz, wenn ich den dehne, spanne, also etwas spannen oder dehnen, damit ist diese Spannung gemeint, wenn ich diesen dehne, dann wird der sich längen, also länger werden, und zwar linear zu der Kraft, die hier unten dran wirkt. Wenn ich hier zum Beispiel eine Gewichtskraft dran habe, meinetwegen von 300 Gramm oder was, und dies entspricht ungefähr 300 Newton, und dieser Federkraftmesser zum Beispiel, der lenkt, die Feder lenkt sich und dementsprechend kommt hier unten die Skala um 6 cm raus. Dann ist es, wenn ich die doppelte Kraft unten wirken lasse, so, dass natürlich auch genau das Doppelte wieder rauskommt. Linear deswegen, ich kann also praktisch wie beim Linear immer lineal immer gleiche Einteilungen verwenden. Das ist, wie gesagt, beim Gummi oder bei Muskeln schon gar nicht. Und bei Holz, obwohl die alle elastisch scheinen, nicht der Fall. Die verhalten sich nicht linear. Also das hat keinen Sinn, da drüber nachzudenken. Der mathematische Zusammenhang ist einfach. Guckt einfach nochmal beim Hooke'schen Gesetz, da erkläre ich das noch etwas ausführlicher. Etwas spannen und dehnen, was mechanische Spannung dann wirklich ist, das habe ich bereits erklärt. Guckt hier oben nach, klickt auf den Link. Wie gesagt, hier bleibt alles stehen. Beziehungsweise ich werde zum Schluss dann wohl den Link hier anfügen irgendwie und ihr könnt dann da in aller Ruhe nachgucken und euch nochmal über mechanische Spannungen informieren. Gut, ich hoffe, dass das als solches, als Verweisvideo sozusagen auch hilft, damit man nicht lange suchen muss, wenn man sich mal weiterbilden will. Gut, bis später denn. Tschüss.